Ein neuer Superheld ist geboren und damit herzlich willkommen zu meiner Kritik zu Deadpool. Deadpool ist ab stolzen 16 Jahren freigegeben, geht 106 Minuten und ist seit dem 11. Februar 2016 in den deutschen Kinos und erzählt die Geschichte von Wade Wilson, der eines Tages an Krebs erkrankt und dann von Ajax aufgenommen wird und dieselbe Mutation erhält wie Wolverine, dass er quasi unsterblich wird, dass seine Zellen sich selbst heilen und auch Körperteile wieder nachwachsen können und alles Mögliche. Und das Ganze verpackt eben hier in einen Actionfilm mit sehr actionlastigen Szenen auch und sehr komödialen Einschlägen. Der Film hat es in sich. Von Credits am Anfang, schon allein die Credits am Anfang bis zum Schluss, ist der Film einfach nur sau witzig. Der Film, man hatte viel gemunkelt, wird er jetzt FSK 16 oder 18? Meiner Meinung nach, ich verstehe es nicht, warum der Film in China gesperrt wurde, aber 16 ist mehr als berechtigt. Also, man hat zwar hier ganz viele harte Action-Szenen, wo man sehr blutige Action-Szenen sieht. Und auch einige nackte Haut sieht, aber das hält sich alles in Grenzen, da ist ein FSK 18 echt nicht nötig. Also da verstehe ich es nicht, warum. Zum Beispiel die Wolf Wars oder die Revenant fand ich eben teilweise an einigen Stellen härter. Also ja. Wie gesagt, der Humor des Films ist sehr eigenartig. Manche Gags, Witze, geht einfach unter die Gürtellinie und wenn man Witz von über andere Comic-Universum erzählt oder auch innerhalb von Marvel über Marvel-Figuren, insbesondere die X-Men-Figuren, Witze macht oder auch einfach nur bestimmte Schauspieler bestimmte Schauspieler im Marvel-Universum. Es ist krank. Und ja. Und auf jeden Fall, der Humor ist richtig cool. Die Sprüche, selbst die Dialogsatz ist richtig gut geschrieben. Der Film hat kameratechnisch auch eine ganz andere Ebene. Und zudem sollt ihr, was ich noch vergessen habe, beim Humor, wie gesagt, beim Anfang Credits bis zu dem Schluss. Also es lohnt sich auf jeden Fall bis ganz zum Schluss zu bleiben. Weil das ist richtig cool, was man alles im Film erlebt. Und kameratechnisch ist das Ganze eben auch sehr solide. Man hat viel sehr geil gemachte Slow-Motion-Szenen. Wie bei den letzten Marvel-Filmen, aber hier extrem viele Slow-Motion-Szenen. Und das Ganze ist auch richtig cool erzählt worden. Wir haben verschiedene Zeitebenen. Der Film fängt direkt an mit ganz viel Action. Und man weiß sofort, in welche Richtung der Film geht. Und das Ganze wird eben nicht chronologisch erzählt. Man hat ganz viele Flashbacks. Und das ist einfach cool gemacht, ehrlich gesagt. Und ich finde es auch cool, dass der Film direkt so anfängt mit der geilen Musik und wie gesagt, mit der Kamera, die ist qualitätstechnisch super. Und wenn Deadpool anfängt, mit der Kamera zu reden, direkt auf die Kamera schaut oder mit der Kamera interagiert, das ist einfach nur genial, wie der quasi die vierte Wand durchbricht. Das ist stilistisch sehr gut umgesetzt worden. Wie gesagt, Qualität und Führung super und auch zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel einen Witz erzählt bekommt und der erst mit der nächsten Kameraperspektive funktioniert, das ist auch richtig cool gemacht. Oder die ganzen Standbilder, wo dann mit dem Voice-Over von Ryan Reynolds drüber geredet wird, sind auch episch anzusehen und auch richtig witzig. Man hat einfach richtig gute Laune bei dem Film und die schauspielerische Leistung von Ryan Reynolds oder auch hier von Morena Baccarin, die Vanessa spielt, sind allesamt sehr solide. Und man merkt einfach Ryan Reynolds an, dass er Deadpool liebt. Er mag seine Rolle. Er kam auch schon bei Wolverine Origin vor, als ihm den Mund zugenäht wurde damals. Und das lässt sich in Deadpool natürlich nicht gerne sehen. Das ist quasi der Tod, wenn er nichts mehr reden kann für ihn. Und ja, und wie gesagt, die Musik spielt hier auch eine sehr wichtige Rolle. Die wird teilweise so richtig gut eingesetzt, dass die Atmosphäre
einfach nur gestärkt wird und die Witzigkeit gestärkt wird. Einmal die Atmosphäre im Kino ist einfach ein ganz anderer Superheldenfilm. Man hat einfach eine ganz andere Atmosphäre im Kino. Als jetzt zum Beispiel bei Captain America, Batman etc. Das Szenenbild stilistisch ist es einfach alles anders als bei Avengers-Filmen. Nicht dieses Hochglanz-High-Tech-Dings wie das Dark Tower oder so. Man hat hier diese Deadpool-typische abgerockte Wohnungen und alles auch sehr detailliert, detailgetreu und richtig schön umgesetzt worden. Und ja, der Film hat es auf jeden Fall in sich und wie gesagt, von vorne bis nach hinten einfach nur sau witzig. Und ja, wie gesagt, bleibt bis zum Ende des Films im Kinosaal. Und ich finde es einfach nur cool, wie er die Federwand durchbricht, wie die ganze Action abgeht und ja. Alles im All muss ich sagen, dass hier Regisseur Tim Miller, das ist auch sein Regiedebüt, er hat es auf jeden Fall sehr gut hingekriegt, den Film umzusetzen. Und die 106 Minuten waren auch super perfekt. Also länger hätte der Film echt nicht sein müssen. Und ja, geht auf den Film auf jeden Fall im Kino schauen. Vor allem auf der großen Leinwand lohnt es sich erst recht. Da kommt der ganze Genuss erst raus und mich würde es auch nicht wundern, also bei uns war der Kinosaal komplett voll und mich würde es auch nicht wundern, wenn eben der Film sogar erfolgreicher wird als die Avengers-Filme. Und alles in allem muss ich sagen, es ist ein Liebesfilm, der es in sich hat. Und ja, damit zu meiner Wertung, ich gebe dem Film 9,5 von 10 möglichen Punkten, hat nicht ganz die 10 erreicht, weil ich persönlich hatte auch eine andere Erwartung, ich habe ehrlich gesagt, mehr Action und mehr heftigere Szenen erwartet, weil das ist meiner Meinung nach Deadpool. Er muss heftiger werden. Aber dafür hat er jetzt ein FSK 16, da können auch die ganzen kleinen Kitties rein. Und ja, wie gesagt, geht euch den Film anschauen, der ist genial. Überredet jeden in den Film zu gehen. Es lohnt sich dafür, das Geld auszugeben. Und der ist nicht mal in 3D, das ist genial. Ich finde dieses 3D heutzutage eh scheiße bei den meisten Filmen. Und ja, damit was für meine Kritik, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet und mich abonnieren könnt für weitere Videos. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß im Kino und schaut euch den auf jeden Fall an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.